Flupp. Hey, Werkbank, erbau dir, was? Nee, erlaub dir, ich kann nicht lesen. Ich kann irgendwie in Let's Plays überhaupt nicht lesen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist auch egal. Was haben wir denn hier so alles? Ach ja, Sandstone, finde ich geil. Eine Chest, die machen wir doch mal gleich. Und ein Bett können wir noch nicht machen. Schade, schade, schade. Gut, ich denke, um ein Haus zu bauen, brauchen wir Tools. Und deswegen gehe ich mal auf Tools. So, und wir können jetzt hier eine Axt und eine Spitzhacke bauen. Toll, aber ich baue eine Spitzhacke vor allem. Und eine Schaufel? Nein, eine Spitzhacke. Und daraus können wir uns dann vielleicht nochmal was Besseres machen irgendwann. So, dann eben mal ins Inventar geluckt. Und was haben wir denn hier? Eine Holzspitzhacke, hey! Und auf den ersten Platz. So, und den Sand über den Sand und den Sand über den Sand, über den Sand und den Sand über den Sand. So, eben mal kurz rumgefröbelt mit dem ganzen Krams, das man so im Inventar hat. Ach ja, eine Truhe. Und eine sinnlose Workbench, die man sicher irgendwann noch brauchen wird, ich weiß, aber egal. Und ganz viel anderen Crap. Hey, und es wird Nacht, oh Gott, aber wir haben ja zum Glück Viecher aus, deswegen, weil wir ja gerade noch so im Testmodus sind. Und da ist das dann auch egal. Super, der Zyklus funktioniert also auch, also der Tag-Nacht-Zyklus. Die Erde lasse ich mal drin im Dingensens. Und aufgeräumtes Inventar, hey. Und jetzt erstmal Steine finden, suchen, gehen, tun. Und ich sehe da drüben schon welche. Ach ja. Ist übrigens genial, dass wir hier so super gelandet sind. Ich gehöre ja eigentlich nicht zu den Leuten, die da, wo sie starten, sofort ihr Haus bauen, sondern ich gucke ja eigentlich normalerweise immer noch ein bisschen rum. Aber hier, habe ich noch gar nicht gesagt, ich möchte hier mein Haus bauen, hier baue ich mal hier mein Haus, wie ich jetzt gerade eben schon gesagt hatte. Und deswegen brauchen wir jetzt hier allerhand an Materialien. Ja, da ist es Stein, das ist schön. Hoffentlich komme ich da rüber. Na, jetzt komm. Ha, super, toll. Kleines Supermännchen hier. Da komme ich doch sicher nicht rüber. Ach, ich bin so blöd. Jetzt lass mich da mal rüberspringen. Yay. Er hat's geschafft. Juhu. Da komme ich doch sicher auch nicht rüber. Au. Was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ich kann doch auch einfach den hier und den hier und den hier. Und eben mal darauf und zupft da hoch. Hier alles abgebaut. Und so kann man sich mal eine künstliche Treppe nach oben erwirtschaften. So. Na, jetzt hakelige Steuerung. Geh da hoch oder einfach zu blöder Spieler. Jetzt so rein. Da. Toll. Und ich hoffe, mit den hochgedrehten Gamma-Einstellungen ist es für euch ein bisschen heller. Ansonsten sollte ich jetzt unbedingt mal Fackeln bauen. Hätte ich vielleicht auch früher mal machen sollen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eben zu unserem Crafting-Dingens zurück und hole uns Fackeln. Mann, es ist verdammt düster hier gerade. Aber ich hoffe, durch das hochgedrehte Gamma ist es für euch nicht ganz so scheiße dunkel, wie es normalerweise scheiße dunkel wäre bei Nacht. Lass mich da hoch. Na, jetzt komm schon. Und ich bin mal gespannt, darüber habe ich mich noch gar nicht informiert, ob man hier auch modden kann, so wie im normalen Minecraft-PC-Dingensens-Krams. Und da muss man mal gucken, was da noch so kommt, ob da überhaupt noch was kommt und ob da vielleicht eine API oder so ein, oder ein Client oder so ein Scheiß kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich auch mit Xbox überhaupt nicht aus. Hab die Xbox jetzt sowieso erst seit ein paar Monaten. Und auch meinen verdammten Windows Live, also Xbox Live Account. Stirb du, Huhn. Und drops mir natürlich nichts. Blöde, federlose Hühner. Wo war denn unsere Base? Also ich nenne es jetzt einfach mal ganz schamlos Base, deswegen, weil es ja eigentlich nur eine Workbench ist, die irgendwo steht. Und ein bisschen freie Fläche. Linksklick. Und ja, ein Fornaze. Hey, damit. Und den Fornaze stellen wir dann gleich mal hier hin. Hey! Und da klicke ich jetzt mal rein und es ist in Ordnung. Ist klar. Ja, schön. Da packe ich jetzt gleich mal... Ich bin blöd. Ich hau mal kurz einen Baum runter. Also, man kann nämlich aus Wood Charcoal machen. Und mit dieser Charcoal kann man dann bestimmte Fackeln machen, die einem das Sehen ein bisschen erleichtern, beziehungsweise sehr. Also vor allem für euch, weil ihr seht ja überhaupt nichts. Ihr braucht ja alle Brillen. Und deswegen, weil ich so lieb bin, muss ich jetzt auch hier für euch extra Dingensens Fackeln bauen. Und Kohle verfeuern, also Baumstämme. Ich pack da mal
1. Ach, super. Und da drunter hau ich... nein, das mache ich nicht. Wo Stickies? Da. Hier. Na, jetzt komm, schon. Hier, jetzt und jetzt. 1 und noch 1. So. Nämlich mit 2 Stickies kann man genau einen Block braten. Und dieser Block brät sich hier rein und ergibt jetzt eine Charcoal, also Holzkohle. Hey, super, schon übersetzt, ist ja geil. Ich dachte, das kommt erst später in einem anderen Update, aber sah nicht so aus. Okay, und aus dieser Charcoal kann man sich jetzt eine wunderbare Fackelkollektion basteln. Und die geben Licht. Und sogar sehr schön Licht. Na, jetzt komm, da, super. Tja, unser Heim sieht doch schön aus, ist doch heimelig und passt schon, nicht wahr? Hier lässt sich's doch aushalten. Ich denke wirklich, dass wir hier irgendwo, also nicht hier unbedingt, deswegen, weil hier ist ein bisschen karg, aber hier so in der Nähe werden wir uns direkt unsere Basis bauen. Ich weiß noch nicht wo, also genau wo. Das muss ich noch ein bisschen gucken, wenn es Tag wird. Und, ach, ein Schaf. Hey, Schafi, Schafi, Schafi. Tolle, schöne Schafe. Hallo, Schaf. Na, wie geht's dir? Hier, kriegst eine Kopfnuss. Bams. Und das olle Schaf gibt nur ein Wolle. Nicht noch mehr? Liegt hier nicht noch ein... Oh, Manu. Deswegen, weil Schafe kann man nämlich schlagen. Hier, so. Und die droppen dann Wolle. Manchmal. Also, wenn sie noch Wolle dran haben. Und ich guck gerade mal, gibt's hier denn noch irgendwo irgendein beschissen, also beschöntes Schaf? Ich glaub eher nicht. Es gibt hier nur verdammte Hühnchen. So. Und zwar nicht so viele. Hey. Also nicht gerade sehr wenig, meine ich. Stirb. So. Noch eins. Ah ja, ich sehe schon. Hallo. Na. Stirb. So. Gut, haben wir schon die ersten paar Utensilien. Und ansonsten ist hier noch irgendwas irgendwo in der Ferne? Ja, ein Huhn. du willst mir doch den Tag vermiesen. Ja, stimmt. So. Okay, haben wir gleich ein paar Hühnchen umgebracht. Praktisch. Und das Schaf da oben ist immer noch nackelig. Naja. Ach ja, und super tolle Bäumchen. Ach super. Und wir müssen auch demnächst mal irgendwo in die Mine gucken. Ach, ich bin gemein. Ihr seht... Wascht euch nicht zu dunkel. Ansonsten müsst ihr auf Vollbild drehen. Das erleichtert das Sehen des Bildes und noch nicht. Also schön auf 480p auf Vollbild. Dann solltet ihr was sehen. Und damit ihr jetzt auch dauerhaft mal was seht, werde ich jetzt auch mal im Crafting was machen. Und zwar einfach mal so durchgucken, weil ich kenne das hier alles noch gar nicht. Also ich kenne es schon, aber ich kenne es jetzt nicht so richtig. Ein Hebel. Hey, wir können Hebel machen. Toll. Ansonsten nicht unbedingt so viel. Ein Boot, aber das brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Und Schilder. Hey, toll. Damit wir wissen, wo wir sind. Ach ja, super. Aha, 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 aha. Okay. Und hier so den nutzlosen Kram halt, den man so machen kann. Ja, sieht ja erstmal ganz fantastisch aus. Und ich hoffe, es wird langsam mal Tag irgendwann wieder. Oder es sieht nicht danach aus. Ich glaube, es ist gerade erst Nacht geworden. Ganz, 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 ganz gerade eben erst kurz vor 3 Sekunden. Was macht denn das Schaf da oben? Das will wohl ein bisschen so Cliffhanger machen oder was? Ist allerdings doof, ich kann nicht gleichzeitig schwimmen und durch die Gegend gucken. Doch, ich kann, aber ich kann es nur so halb. Und das ist sehr friemelig für den Finger. Ah, aua. Es geht auch hoch. Ach, du verdammter Mistkerl. So. Ja, ich komme ja scharf. Muss nicht um Hilfe schreien. Der Cliffdiver kommt und schmeißt dich in die Tiefe. Na, und jetzt mal eben. Ja, muss man sich echt wirklich dran gewöhnen. Also an die Steuerung, meine ich. Und, aber es geht doch ganz gut. Also sie ist sehr intuitiv, die Steuerung, finde ich jetzt zumindest. Und leuchtet einem schon nach kurzer Zeit sehr ein, wenn man so andere Spiele gespielt hat. Also vor allem Shooter. Hey, super. Und da haben wir doch schon genug Wolle für ein Bettchen. Hey, und da können wir gleich ratzen gehen. Aber genau jetzt wird es natürlich Tag.
Dann war es anscheinend doch gerade eben schon an Dämmern, als ich in den Himmel geguckt habe und nicht erst am Nachtwerden. Ach, und meine Güte, da ist Kohle! Verdammte Scheiße, wir haben Kohle gefunden, Leute, ich glaub's ja nicht! 2 Kohle, hey! Also, her mit der Kohle. Und Sand fallen mir nicht auf die Birne. Das fände ich nicht so schön. Yay, wir haben Kohle. Und ist dahinter noch mehr Kohle? Ich will Kohle haben. Gib mir Kohle. Ah, Notch, du gemeine Sau. Du hast mir keine Kohle gegeben. Ich hasse dich. Ich werde dich disliken und haten und deabonnieren. Was? Nein, habe ich jetzt nicht gesagt. Grab mich jetzt einfach mal ein bisschen schräg rein, um nur mal zu gucken. Vielleicht so ein bisschen links-rechts graben, aber da war wohl gar nichts. Na, jetzt geht da hoch. Jetzt. Mann. Ja, jetzt. Geht doch. So, und damit wir jetzt nicht gleich wieder so rumtölpeln wie letztes Mal, nehme ich doch gleich mal den Dingens hier mit. Den Furnaze. Und ich glaube, wir machen uns dann direkt mal auf in andere Landstriche. Also, andere Landstriche ist gut. In einen etwas schöneren Teil dieses Landstriches. Und das Schaf hat neue Wolle. Hey! Und machen dann direkt mal ein kleines Häuschen. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Stein. Das heißt, wir können uns direkt gleich mal ein paar andere Tools machen. Und zwar gleich am besten Steintools. Damit wir nicht ganz wieder so, unbestückt dastehen wie letzte Nacht. Und du bitte auch, liebes kleines Schäfchen. Na, danke sehr. So, und die rote Blume nehme ich natürlich auch gerne mit. Na. Und ein Glück sind wir hier in so einem schönen, sandigen Strandbiom gespawnt. Das finde ich ja sehr schön. Denn ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust gehabt, in irgendeinem Schnee oder Wald, also Wald ist gut, also Schneebiom gespawnt zu werden, weil das fände ich jetzt nicht unbedingt so toll. Naja, aber ist schön hier. Mag ich. Ich mag ja sowieso diese Wälder in Minecraft, also die Wälder in Anführungsstrichen sind ja gar keine richtigen Wälder, sind ja nur so Ansammlungen von Bäumen, weil Wälder wären ja noch ein Stück dichter und... Aber trotzdem, also trotzdem schön. Und hallo Schaf, na, ich möchte dich nur mal ein bisschen vergewaltigen. Danke sehr. Habe ich das jetzt eigentlich mitgenommen? Ich bin doof, ich habe es nicht mitgenommen. Sieht aber schön hier aus, ich mag's hier. Obwohl es jetzt nicht unbedingt so fantastisch ist, also so atemberaubend oder sonst was, aber ich finde es trotzdem schön. Weil es einfach mal saftig grün ist und eine Kuh, hey! Hallo Kuh, na du Kuh, du stirbst im Nu, du Kuh, stirb im Nu, du Kuh. Na jetzt stirb schon. Na, geht doch. Das Fell über die Ohren ziehen, hey, super. Und dich werde ich gleich auch auf die Dingens nehmen, aufs Kerbholz, also ihr wisst schon. Na. Dein Tod wird mir nicht auf dem Gewissen lasten. Und es wird mir anscheinend auch nicht auf dem Magen lasten. Manu. Tja, noch mehr Kühe? Sieht nicht danach aus. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal den Tarzan und schwingen uns von Baum zu Baum, um mal ein bisschen Überblick zu erhalten. Gehalten, verhalten. Verhalten gehalten. So, und wo befinden wir uns denn hier? Na, jetzt. So. Anscheinend auf einem kleinen, verlassenen, schnuckeligen Island. Also, ja, schön. Aua! Oh, ich habe meinen Fuß gebrochen. Verdammt. Hat jemand Erste Hilfe Arznei dabei oder so? Nee, oder Medigel? Ach, ich weiß gar nicht. Nehmen wir uns mal eine von den anderen kleinen Birkchen mit. Birke? Ich weiß gar nicht. Birke wahrscheinlich. Ich glaube zumindest. Keine Ahnung. Ich habe mich noch nie gut mit Bäumen ausgekannt, aber ich glaube, es ist eine Birke. Ich glaube, Birken waren weiß. Oder waren es Weiden? Nee, Weiden waren braun. Ich bin ungebildet, also ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung, was ist. Und man kann sogar hüpfen und gleichzeitig schlagen. Das ist ja auch nett.